Hallo und herzlich willkommen zu meiner Tank Review des STA-2. Ja, im direkten Vergleich mit dem STA-1, von den Stats her identisch bis auf die Penetration. Da hat der STA-1 116 bis 194 und der STA-2 139 bis 232. Auf jeden Fall etwas besser. Vom Aussehen her seht ihr schon, STA-1 ist lang und hat ein niederes Profil als der STA-2, der im Vergleich etwas kürzer ist, aber etwas höher. Auch von der Front definitiv ein Unterschied zu sehen. Und man sieht auch, dass der STA-1 etwas breiter ist als der STA-2. Ja. Schauen wir uns mal den Panzer im Tankviewer an und dann zeige ich euch die Schadensmodelle. So, und hier im Tankviewer. Ganz kurz nur zum STA-1. Ihr seht schon hier 70er, 60er, 50er, 45er Panzerung von vorne. Seitlich 35 und hinten 25, 20. Das soll auch reichen. Und rüber zum STA-2. So, dann schauen wir uns mal das Damage Panel an. Beginnt von oben. 70er Panzerung am vorderen, unteren Teil des Turms. Eine 60er hier und an den hinteren seitlichen Teil des Turms. Hier oben noch. Eine 50er auf der unteren Platte. 45er auf der oberen Wanne. Dann eine 40er oben am Turm, seitlich am Turm. 35 Panzerung an der Waffe, am Turmring, oben drumherum bei der Kommandoluke, hinten am Turm und natürlich an den Seiten. Hier. Und der Rest, den braucht man eigentlich nicht mehr erwähnen. 30er. Am oberen Teil seitlich an der Wanne. Und hier nochmal die restlichen 12 von oben. Und keine Panzerung ist dann hinter dem Waffenmantel, wie ihr hier sehen könnt. Der Waffenmantel an sich, hier vorne. 124er Space Armor. Hier oben und unten. Eine 70er, 40er an den Rändern. Gut. Dann würde ich mal vorschlagen, schauen wir uns den Panzer im Gefecht an. So, da sind wir nun. Auf einer passenden Map, Hidden Village, verstecktes Dorf, mit vielen, vielen T-54 Prototypen. So, dann zeige ich euch mal Gun Depression. Ja, man könnte ihn als Staubsauger einsetzen. Und Gun Elevation ist auch okay. Drehung ist gut. Die Turmdrehung ist auch okay. Feuerrate 5,99 pro Schuss ist auch nicht schlecht. Und hier im direkten Vergleich ist etwas schneller als der T-54 Prototyp.
Und da kommt schon der erste Gegner. Ach, komm. Versuchen wir mal ein wenig Sidescraping mit dem Panzer. Ja. Der Versuch ist fehlgeschlagen. Nein. Ich glaube, es ist keine gute Idee, hier stehen zu bleiben. Ich fahre mal lieber unten rum. Surprise, Batzex. Oh, 320. Nein, was tust du? Ein Bouncer auf dem Turm seitlich. Der war kein Bouncer. Und bye bye, kleiner Busse. Okay. Hinten steht doch bestimmt noch ein kleiner Skorpion. Komm schon. Wir könnten uns auch die Arti holen. Mal gucken. Okay. Es wäre nicht schlecht, wenn die beiden Russen da drüben mal unterstützen kommen würden. Okay, eine Arti down. Ja, also die Penetration ist echt gut. Warum würde jemand auf dem Testserver ein Tiger 2 spielen? Oh, der hat gebounced. Konnte man richtig gut sehen. Ja. Schade. Ich kann hier nicht bleiben. Das war... Okay, das muss ein Skorpion sein. Blindschuss. Das ist nicht gut. Eine Isu! Heieiei, okay. Ja, auf jeden Fall konntet ihr sehen, dass der STR-2 eine gute Maschine ist. Wer den STR-1 geliebt hat, wird diesen Panzer auch recht gut mögen. Man kann nicht viel dazu sagen. Es ist einfach ein solider Panzer. Er ist ein Papppanzer, aber er ist trotzdem ein solider Panzer, der gut schießen kann und mobil ist. Gut, dann, wenn ihr das Video mochtet, liked es und kommentiert es und abonniert mich.
Und wir sehen uns zur nächsten Tank-Review. Tschüss.